Okay. Liebe Tauben, lieber Kollege, sehr geehrter Herr Rössel und liebe Gäste vor dem Bildschirm. Auch im Namen unseres Schulleiters, Herrn Seele, möchte ich euch und Sie ganz herzlich hier begrüßen zur Eröffnung der Wanderausstellung Den Blick gegen das Vergessen richten, gerichtet. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr, liebe Tauben, euer soziales Engagement auch in diesen Zeiten lebt. Ihr erinnert uns daran, dass wir uns aktuell im 75. Jahr nach der Befreiung vom Nazi-Deutschland befinden. Ganz im Sinne unseres Namensgebers Otto Nagel setzt ihr euch für eine soziale Welt ein, indem ihr die Kultur gegen das Vergessen lebt. Seit nunmehr als einem Dreivierteljahrhundert leben wir hier in Deutschland im Frieden. Diesen Frieden gilt es zu bewahren. Ihr seid bereits eine Generation, die die Täter aus dem Dritten Reich nicht mehr kennt. Und dennoch setzt ihr euch bewusst mit der Kultur, für die Kultur des Erinnerns ein, indem ihr als Nachfahren euch aktiv mit der Geschichte Deutschlands auseinandersetzt. Dabei ist es weniger euer Anliegen, die Frage der Schuld zu klären, als vielmehr Verantwortung zu übernehmen. Genau deswegen, weil ihr die Kultur des Erinnerns und Mitfühlens lebt. Ihr setzt euch für die Würde des Menschen ein und übernehmt somit Verantwortung für ein soziales Miteinander hier an unserer Schule. Somit in einem Teil von Berlin, der Hauptstadt Deutschlands und damit auch für eine demokratische Gesellschaft in Europa. Ein Leugnen der Gräueltaten im Nazi-Deutschland ist nicht tolerierbar. Denn das Abstreiten und Verharmlosen von Völkermord, welches verbunden war mit unendlich viel Leid, ist die Wurzel jeglichen Übels. Es ist Nährboden für Hass und Gefahr für einen politischen und gesellschaftlichen Frieden. Wer seine Mitmenschen entwürdigt, entwürdigt letzten Endes sich selbst. Dies sagte Anita Lasker-Wallfisch, eine Überlebende des Holocaust, mit der ihr euch im Februar auseinandersetztet. Liebe Tauben, wir als Kollegen und Kolleginnen des Otto-Nagel-Gymnasiums sind stolz auf eure Arbeit. Wir danken euch dafür, dass ihr diese Wanderausstellung insbesondere auch in dieser Zeit an unsere Schule geholt habt. Damit lasst ihr uns alle Teil der Kultur gegen das Vergessen werden. Und ich möchte auch hier die Zuschauer und Zuschauerinnen vorm Bildschirm und natürlich die gesamte Schülerschaft und Elternschaft einladen, sich die Ausstellung einzusehen, die sich dann in der Ausstellung befindet. Wir sagen auch Glaskasten dazu, sodass wir gemeinsam als Schulgemeinschaft die Kultur des Vergessens leben. Nun möchte ich Annabelle und Anna bitten, nach vorne zu kommen und einen kurzen Rückblick zu geben auf eure Arbeit, die genau das zeigt, was ihr in den letzten Jahren getan habt, um diese Kultur zu leben. Liebe Anwesende, auch ein herzliches Willkommen von uns, von der IG Friedenstaube. Wir möchten die Gelegenheit kurz nutzen, uns und unsere Projekte vorzustellen. Wir sind eine Gruppe Engagierter. Seit 2014 setzen wir uns unter dem Motto Soziale Schule, humane Welt für eine gerechtere Welt durch soziale Bildung im Regelunterricht ein. Gemeinsam haben wir dabei schon viel erreicht. Wir haben in den letzten Jahren über 35 Projekte zu sozialen Problemstellungen in unserer Zeit durchgeführt und insgesamt über 16.500 Euro direkt gespendet. Gleichberechtigung, Demokratie, Inklusion und Frieden sind dabei nur einige unserer Werte. Diese versuchen wir aktiv in unseren Projekten zu leben und an unsere Schülerschaft zu vermitteln. Uns ist es wichtig, dass jede Schülerin und jeder Schüler motiviert wird, in ihrem Leben und zu Hause für eine sozialere und gerechtere Welt einzustehen. Als Team erarbeiten und planen wir Ideen und Konzepte für unsere sozialen Projekte. Wir organisieren Workshops für ganze Jahrgänge. Dabei ergibt sich eine Projektstärke von 120 Schülerinnen.
Wir leiten unsere Projekte selbst. Durch die jährliche Wiederholung integrieren wir nachhaltig soziale Bildung in unseren Schulalltag. Insgesamt führen wir pro Schuljahr mindestens 6 Projekte zu einer Vielzahl an sozialen Themenstellungen unserer Zeit durch und arbeiten mit über 600 Schülerinnen und Schülern. Es ist uns besonders wichtig, hier auf die Expertise externer Fachleute zurückzugreifen. Hierbei ist das Projekt Holocaust, Opfer politisch und religiös motivierter Gewalt, eines unserer ältesten und wichtigsten Projekte. Denn Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt haben keinen Platz in unserer Gesellschaft und trotzdem erleben wir immer wieder antisemitische Anfeindungen und Übergriffe. Unser Ziel ist es, ein Zeichen gegen Antisemitismus und für Toleranz zu setzen. In diesem Zusammenhang erarbeiten wir mit dem 7. Jahrgang das Thema Holocaust als eine Extremform der Diskriminierung. Seit 2014 setzen wir uns jährlich mit über 120 Teilnehmenden mit der jüdischen Kultur, der Verfolgung der jüdischen Menschen in Deutschland und weltweit, dem Antisemitismus und dem Holocaust auseinander. Gemeinsam gegen das Vergessen. Unter diesem Motto leben wir die Erinnerungskultur. 2015 haben wir erstmalig mit dem gesamten 7. Jahrgang den Prozess einer Stolpersteinverlegung durchlaufen. Dank der herausragenden Arbeit einer Schülerinneninitiative konnte Heyman Saloshin im November 2015 eine letzte Ehre erwiesen werden. Auch 2016 durchlief der neue 7. Jahrgang den Prozess der Stolpersteinverlegung in 2 interaktiven Projekttagen. Gemeinsam befassten wir uns mit Biografien und lernten die Schicksale Einzelner kennen. Das Erinnern an die Vergangenheit ist ein besonderes Schlüsselelement, um eine tolerante und weltoffene Zukunft zu gestalten. Der Workshop endet in einer symbolischen Stolpersteinausstellung für die gesamte Schule. Seit 2017 wurde unser Projektkonzept stetig erweitert. Mit der Hilfe von Experten beleuchten wir diverse Aspekte der jüdisch-deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Zielstellung aller Workshops ist es, dass wir gemeinsam erkennen, wie wichtig Zivilcourage und Achtsamkeit für eine demokratische Gesellschaft sind. Bei unseren 4 ganztägigen Workshops erarbeiten wir dieses Thema mit einer Vielzahl von Berliner Museen und Gedenkstätten. Unsere 120 Teilnehmenden können sich hierbei ihr Projekt nach ihren eigenen persönlichen Präferenzen auswählen. So hatten wir über die letzten Jahre eine Vielzahl von Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten durften, wie zum Beispiel dem Deutschen Historischen Museum oder der Topographie des Terrors, dem Haus der Wannsee-Konferenz, dem Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit oder dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Auch in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum und der Neuen Synagoge lernten wir die jüdische Kultur allgemein, das jüdische Leben in der NS-Zeit und die Schicksale einzelner jüdischer Deutscher kennen. Zusätzlich versuchen wir immer wieder Auslöser und Hintergründe für Antisemitismus zu erkennen. Vor allem Unwissenheit, Ignoranz und Propaganda erscheinen wiederkehrende Ursachen für Diskriminierung und insbesondere Antisemitismus. Jedes Jahr legen wir zudem ein ganz besonderes Augenmerk auf den Widerstand und die stillen Helden in der NS-Zeit, denn sie sind Inspiration für unser Handeln. Gemeinsam erkennen wir, wie wichtig Zivilcourage und Achtsamkeit für unsere Gesellschaft sind. 75 Jahre Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. 75 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus. Diese Jubiläen sind für uns ein ganz besonderer Anlass, um uns noch intensiver mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen. In diesem Jahr haben wir daher eine Projektreihe gestartet. Im Februar 2020 besuchten wir IG-intern die Ausstellung von David Oller. David Oller war Überlebender des Sonderkommandos im KZ Auschwitz-Birkenau. In seinen Werken verarbeitet der Künstler seine traumatischen Erlebnisse. Wieder wurde uns bewusst, wir dürfen das Geschehene weder vergessen noch verharmlosen. Wir müssen uns aktiv mit dem schwersten und dunkelsten Teil unserer deutschen Geschichte auseinandersetzen. Kurz danach konnten wir in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft den Dokumentarfilm Mohammed und Anna von Thalia Finkel dem gesamten 10. Jahrgang zeigen. Die wahre Geschichte handelt von dem muslimisch-ägyptischen Arzt Mohammed und seinem couragierten Handeln. Trotz Lebensgefahr behandelte er jüdische Deutsche und versteckte zur Zeit des NS-Regimes eine ganze Familie. In Kooperation mit der Friedensglockengesellschaft Berlin hatten wir dann die einmalige Gelegenheit, die Zeitzeugin Gisela Stiller kennenzulernen. Besonders die Errichtung des KZ Mittelbau-Dora, die Kriegsgefangenenlager und die Deportation von 2 Schulfreunden prägten Frau Stillers Sicht auf das NS-Regime nachhaltig. Wenn man einmal dieses Elend gesehen hat, ist man kein Nazi mehr. Kurz darauf begegneten wir dem Hologramm der Auschwitz-Überlebenden Anita Lasker-Walfisch im Technischen Museum.
In einer sehr authentischen Atmosphäre antwortet das Programm direkt auf unsere Fragen zur jüdischen Kultur, dem Antisemitismus, der NS-Diktatur und dem Holocaust. Das Zitat, das Schlimmste in Auschwitz war alles, ist uns prägend in Erinnerung geblieben. Alles war die Hölle und trotzdem hat Frau Lasker-Walfisch überlebt und teilt auch heute noch ihre Erfahrungen mit uns, mit unserer Generation, damit sich diese Geschichte nie wiederholt. Trotz der momentanen Gesundheitslage geht unsere Arbeit weiter und zwar auf neuen Wegen. Fortsetzend in unserer Projektreihe haben wir heute die großartige Gelegenheit, die Deutsche Gesellschaft erneut bei uns im Haus begrüßen zu dürfen. Und gemeinsam können wir über die nächsten Wochen die Ausstellung Den Blick gegen das Vergessen in unserer Schule, dem Otto-Nagel-Gymnasium, zeigen. Es sind noch weitere Höhepunkte in diesem Jahr geplant in unserer Projektreihe, wie zum Beispiel nächste Woche der Workshop im Pilike-Institut, über den wir auch auf unseren sozialen Kanälen berichten werden. Und für November hat sich der Gastdozent Dr. Kahn aus New York für uns angekündigt, um gemeinsam mit dem 11. Jahrgang das Holocaust Reconciliation Projekt zu gestalten. Und hoffentlich werden wir Anfang 21 wieder in der Lage sein, mit allen unseren 120 Teilnehmenden aus dem neuen 7. Jahrgang das Projekt Holocaust, Opfer politisch und religiös motivierter Gewalt, erneut durchzuführen. Und jetzt möchte ich ganz gern das Wort an Herrn Rössel übergeben. Ja, sehr geehrte Frau Wolfram, Frau Dana Wolfram, Frau Anna Wolfram, liebe, wie ich mir eben habe sagen lassen, liebe Taube, ich wollte sagen, liebe Schülerinnen und Schüler, ich sage jetzt liebe Taube, das ist, glaube ich, hier die korrekte Ansprache. Erstmal vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier sein zu dürfen. Sie alle, wir alle wissen, das sind keine normalen Zeiten, was sind schon normale Zeiten, aber wir erleben seit einigen Wochen Ausnahmezustand und freuen uns trotzdem, dass wir heute hier zum ersten Mal seit mehr als 8 Wochen wieder eine reale Veranstaltung vor Ort durchführen dürfen zu einem so wichtigen Thema, denn, das sagten Sie vorhin auch im Gespräch zwischen uns, es gibt eben auch noch eine Reihe wichtiger Themen, die wir nie vergessen dürfen. Dazu gehört der Jahrestag 75 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus, 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges und deshalb sind wir heute hier, um dieses Thema mit Ihnen allen, die Sie schon sehr engagiert sind, weiter zu thematisieren. Ich freue mich also, heute hier sein zu dürfen, Frau Wolfram. Und ganz besonders auch danke ich Ihnen allen schon jetzt mal für Ihr Engagement. Das finde ich wirklich ganz klasse, was Sie alles hier machen. Ich war ganz begeistert. Das ist wirklich super. Und genau das zeigt eben auch, was Schule eben vermittelt. Ja, und das tut sie eben auch nicht nur im regulären Unterricht, das tut sie auch, wenn Sie sich alle engagieren und nicht auf die Uhr gucken, sondern das auch nach Schulschluss machen. Also ich finde das wirklich hervorragend. Was wir mit unserer Arbeit machen, das ist eine Reihe von Projekten, die Sie ja auch schon selbst teilweise haben kennenlernen dürfen. Ich habe schon gesehen, dass Kolleginnen und Kollegen von mir, auch von Herrn Dr. Traxler, richtig herzliche Grüße aus an der Stelle, schon hier waren, mit Ihnen Projekte gemacht haben, die Ihnen hoffentlich gefallen haben. Das klang ja auch so. Das freut mich sehr. Zeigt auch, dass unsere Arbeit gewertschätzt, gewürdigt wird. Auch das ist für uns immer das beste Lob. Und ja, wenn wir uns mal umschauen in Europa, dann sehen wir, wenn wir uns mal vielleicht so ein bisschen lösen von den aktuellen Bildern, die uns seit etwa März, seit Februar, seit März in Europa natürlich auch auf den Bildschirmen begegnen, die Bilder der Pandemie, die Folgen der Pandemie, davon kurz lösen, dann sehen wir eigentlich, wir haben in Mitteleuropa seit 75 Jahren Frieden. Wir kennen seit vielen Jahren keine Grenzkontrollen mehr, wir können in der Regel frei reisen. Wir können studieren im Ausland, wenn wir das möchten. Wir können dort eine Lehre machen, wir können ein Praktikum machen. Wir zahlen mit einer gemeinsamen Währung. Ich will gar nicht alle Probleme, die die Europäische Union hat, hier auch negieren. Es gibt sicher eine Reihe von Problemen, aber es wurde auch sehr viel erreicht. Das wird oft auch vergessen, was alles erreicht wurde. Es scheint oft selbstverständlich. Dass aber genau das nicht selbstverständlich ist, ja, das zeigt die Ausstellung, den Blick gegen das Vergessen gerichtet, die wir heute hier eröffnen und zu der ich Sie alle nochmal ganz herzlich begrüßen möchte. Jean-Claude Juncker, der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission, hat vor einiger Zeit mal einen Satz geprägt, den ich hier kurz zitieren möchte. Er hat gesagt, wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen. Nirgendwo besser, nirgendwo eindringlicher, nirgendwo bewegender,
ist zu spüren, was das europäische Gegeneinander am schlimmsten bewirken kann. Das nicht zusammenleben wollen und das nicht zusammenleben können, haben im 20. Jahrhundert 80 Millionen Menschen das Leben gekostet. Jede Stunde des Zweiten Weltkrieges hat 1045 Tote gebracht. Das sind keine reinen Zahlen, das sind Menschen, das sind Schicksale, die uns alle bewegen. Ja, dass die europäische Einigung nämlich zuallererst ein Friedensprojekt war und ist, das scheint vielen heute fern aus einer Zeit zu stammen, die sie selbst nicht kannten. Eine Zeit schwarz-weißer Fotografien vermittelt, mit Glück noch vermittelt durch die Bilder, eventuell durch Erzählungen der Großeltern, sofern man diese Großeltern noch selbst kennenlernen durfte. Dass dieser Frieden aber auch 75 Jahre nach Kriegsende und Ende des Nationalsozialismus, nach der Befreiung vom NS-Terrorregime, mitnichten selbstverständlich ist, das zeigt eben diese Ausstellung, die ich heute hier eröffnen möchte und mich nochmal freue, hier sein zu dürfen. Ja, was haben wir im Rahmen dieser Ausstellung vor mittlerweile 11 Jahren gemacht? Jugendliche aus 3 Ländern, aus Frankreich, aus Polen und aus Deutschland, haben sich im Rahmen dieses Projektes mit einem Teil der Geschichte auseinandergesetzt, der auch 3 Generationen nach Kriegsende aktuell bleibt, nämlich mit dem Zweiten Weltkrieg und seinen Opfern, die für uns alle in nahezu jeder Stadt, natürlich gerade hier in Berlin als Ort, an dem dieses Regime sozusagen geboren wurde, sichtbar werden. Sie alle kennen die Mahnmale, Sie alle kennen auch die Gedenkstätten, an denen der Opfer des NS-Terrors gedacht wird. Wir haben, das ist unsere feste Überzeugung, die Verpflichtung, einen auch emotionalen Zugang zu der Frage zu ermöglichen, was Krieg mit einer Gesellschaft macht. Und das gilt ganz besonders für den Zweiten Weltkrieg als aus der NS-Rassetheorie entstandenen Vernichtungskrieg. Das ist unsere feste Überzeugung. Das gilt natürlich auch nicht nur für den Krieg als Krieg, sondern auch für die ganzen Folgen, für die Menschheitsverbrechen, die mit diesem Krieg verbunden waren. Erwähnt sein sollen hier nur einige, Sie kennen das alles, ich muss das eigentlich gar nicht wiederholen, ich sage es trotzdem, weil es eben auch oft leider nicht mehr gesagt wird, nämlich der Holocaust an 6 Millionen Jüdinnen und Juden Europas, die Ermordung von Sinti und Roma und vieler Kriegsgefangener, gerade auch aus dem Osten, das zynisch sogenannte Euthanasie-Programm, die Verfolgung und Ermordung politischer Gegner und Andersdenkender, sowie die als Kriegsfolge die Vertreibung auch von Deutschen aus dem Osten, dem Südosten Europas. Die Ursache, das muss man auch klar sagen, all dieser Verbrechen lag im Januar 1933, also bei der Machtübertragung an die NSDAP. Ja, diese Verpflichtung, die wir hier haben, die Sie haben, die jeder von uns hat, die gilt ganz besonders deshalb, ist es auch kein reines Thema für den Geschichtsunterricht, weil nicht nur die Stimmen der Renationalisierung in den letzten Jahren in Deutschland und Europa verstärkt zugenommen haben und sich die Grenzen des Sagbaren merklich verschoben haben. Auch Taten, es blieb auch nicht bei Worten, muss man sagen, auch Taten waren zu verzeichnen. Es kam nach der Mordanschläge des NSU zum ersten rechtsextremistisch motivierten politischen Mord in Deutschland seit 1945. Es kam zum Anschlag auf die Synagoge in Halle. Es kam zum rassistischen Mordanschlag von Hanau. Seit 1990 wurden nach Recherchen der Amadeo-Antonio-Stiftung mindestens 208 Todesopfer rechter Gewalt sowie 13 weitere Verdachtsfälle gezählt. Das Thema bleibt also leider nach wie vor sehr aktuell. Ja, die Schülerinnen und Schüler, die diese Ausstellung erarbeitet haben im Jahr 2009, haben sich diesem für sie auch nicht leichten Thema über den Weg der Fotografie genähert und es so für sich selbst erschlossen. Sie haben es aber auch für alle anderen, wie für Sie heute, erschlossen. Und ich bin davon überzeugt, dass die Texte, dass die Fotos einen auch persönlichen Zugang zeigen zu der Frage, die die jungen Menschen damals bewegt hat und die uns heute eben und Sie ja auch noch bewegen. Deshalb engagieren Sie sich ja auch. Und deshalb, finde ich, zeigt die Ausstellung eben auch einen ganz persönlichen Zugang, den wir uns gleich auch persönlich anschauen können. Ich freue mich, das habe ich schon gesagt, ich sage es auch gerne nochmal, ich freue mich ganz besonders, dass Sie sich engagieren im Rahmen der IG Friedenstaube, außerhalb des Unterrichts. Und ich habe auch, als Sie das eben, Sie beide sagten, was Ihre IG alles macht, welche Aktivitäten Sie sich vorgenommen haben, was Sie schon gemacht haben. Ich habe natürlich während des ganzen Vortrags zugehört, aber ich habe mir jetzt was aufgeschrieben. Ja, und zwar, sich im Leben und zu Hause für Demokratie einzusetzen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, denn
Vieles von dem, was wir besprechen, klingt natürlich gut. Vieles weiß man, alles hat man schon mal gehört. Viele von uns sagen auch zu allem, ja natürlich, das stimmt, das ist richtig. Es gibt auch Leute, die sagen, nein, okay, mit dem muss man gesondert reden. Aber man hat natürlich auch so einen gewissen Konsens. Aber ein Konsens ist natürlich gut, kann aber auch gefährlich sein, weil man guckt dann nicht mehr so genau hin, wo Ausgrenzung wirklich beginnt. Und die beginnt nicht erst, das haben wir auch in der Geschichte gesehen, die begann nicht erst 1941, die begann schon viel, viel früher. Und das heißt, hinzuschauen, auch im persönlichen Umfeld, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Studium, wenn ausgegrenzt wird, das ist, glaube ich, auch eine Folge. Und das beginnt nicht erst dann, wenn es eventuell irgendwann mal zu spät ist, das beginnt schon sehr viel früher. Und ich glaube, genau deshalb ist es so wichtig, sich immer wieder zu sagen, ja, wir müssen hinschauen, wir müssen das auch schon jetzt tun und müssen jedenfalls einfach mal Nein sagen. Und man kann mit vielen Menschen reden. Man kann auch jetzt, es gibt jetzt diese obskuren Demonstrationen in Berlin und auch nicht nur in Berlin, auch in Deutschland. Es tummeln sich eine Menge von, ich will das jetzt gar nicht lange kommentieren hier an dieser Stelle, man sollte nicht mehr mit jedem reden, das ist auch schon richtig. Es ist Grenzen, es gibt Grenzen, da redet man nicht mehr, da muss man klare Kante zeigen. Aber es gibt auch die Fälle, vielleicht im persönlichen Umfeld, ich habe das selbst auch erlebt, wo man noch Dinge klarstellen kann und dafür sorgen kann, dass diese Menschen nicht verloren gehen für unser demokratisches Gemeinwesen. Das finde ich persönlich sehr wichtig. Ja, aber es gibt auch Grenzen des Dialogs, ganz klar. Ja, wir denken, vielleicht noch eine Bemerkung auch persönlicher Art, wir denken ja in Europa oft, wir hätten den Krieg hinter uns gelassen. Auch das ist leider ein Trugschluss. Ich war vor einigen Jahren mit Freunden im Urlaub in der Ukraine. Wir waren in Lemberg, in Lviv, das ist eine große Stadt im Westen des Landes, an der Grenze zu Polen. Und wir haben dort auch einen Soldatenfriedhof besucht und haben dort Gräber gesehen von jungen Menschen, keine 20 Jahre alt, die Opfer des, man nannte es damals nicht so, des Krieges, es ist aber ein Krieg in der Ukraine, im Osten der Ukraine wurden. Und das heißt auch, heute erleben wir in Europa nach wie vor Krieg und das ist nach wie vor kein Thema der Vergangenheit. Umso wichtiger, Entschuldigung, sich dieses Themas eben nach wie vor bewusst zu werden und es auch heute weiter zu thematisieren. Ich danke weiter allen Beteiligten, die diese Ausstellung möglich gemacht haben. Das ist natürlich zum einen in erster Linie immer sind es Sie, die die Ausstellung anschauen und die damit arbeiten. Das ist für mich immer das Wichtigste, deshalb nenne ich Sie jetzt auch zuerst. Also Ihnen allen und ich danke auch denen, die es finanziell ermöglicht haben. Das war seinerzeit und ist es nach wie vor das Bundesfamilienministerium. Danke auch dafür und danke auch dem Volksbund Kriegsgräberfürsorge, die uns begleiten mit dem Projekt. Heute nicht persönlich anwesend, leider aufgrund der aktuellen Corona-Lage, aber dennoch ideell immer mit dabei. Danke auch an der Stelle und ja, Ihnen allen danke ich für Ihr Interesse, für Ihr Engagement und sofern Sie die Möglichkeit haben, nutzen Sie die Gelegenheit, um nochmal mit Menschen zu reden, die diese Zeit erlebt haben. Ich persönlich habe das gemacht, als ich Zivildienst gemacht habe, haben wir, das war 1999 in Bendorf, da haben wir ein Seminar gehabt und haben mit dem Auschwitz-Überlebenden gesprochen. Das hat mich persönlich sehr bewegt und auch nachhaltig beeinflusst. Und insofern finde ich es toll, dass Sie das auch machen und machen Sie das weiter, kann ich Ihnen nur sagen. Und insofern auch hoffe, dass der Besuch von Herrn Kahn dann im November, glaube ich, ist es, funktioniert. Und insofern, wie gesagt, danke nochmal für Ihr Engagement und danke dafür, dass wir heute hier sein dürfen. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt einen interessanten Film. Der Film, den wir uns jetzt anschauen werden, zeigt das Entstehen der Ausstellung 2009. Sie werden auch an der Wortwahl merken, es ist von einem friedlichen Europa die Rede. Der Film ist vor 10 Jahren entstanden, vor 11 Jahren entstanden. Europa hat sich verändert. Trotzdem ist es natürlich, ich habe es anfangs gesagt, ein Riesenschritt, den Europa gegangen ist seit 1945, auch das dürfen wir nie vergessen. Ja, trotzdem einige Worte in diesem Film müssen Sie vielleicht mit einem neuen Kontext versehen. Ja, aber es ist, wie gesagt, ein 11 Jahre alter Film. Danke nochmal für Ihre Aufmerksamkeit und dann sage ich Film ab. Swinemünde an der polnischen Ostseeküste. Die größte Stadt auf der Insel Usedom ist das ganze Jahr über ein beliebter Urlaubsort für Touristen. Durch die direkte Lage an der deutsch-polnischen Grenze zählt die Stadt allein täglich um die 1000 Besucher. Menschen beider Länder leben friedlich miteinander. Dass die Stadt am Ende des Zweiten Weltkrieges zum Schauplatz einer verheerenden Tragödie wurde, ist heute nur noch schwer vorstellbar.
Swinemünde wurde nach dem Fluss Swine benannt, der die Stadt in ein West- und Ostufer teilt und hier in die Ostsee mündet. Während des Zweiten Weltkrieges war der Militärhafen, der mitten in der Stadt liegt, für die deutsche Kriegsmarine einer der strategisch wichtigsten Knotenpunkte. Noch heute wird er vom polnischen Militär genutzt. Im März 1945, also nur 2 Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, lebten in der Stadt rund 30.000 Einwohner. Der Krieg und die nahende Ostfront brachten zudem rund 30.000 Flüchtlinge aus Hinterpommern, West- und Ostpreußen in die Stadt. Mit der Fähre setzten die Flüchtlinge tagtäglich vom Ost- ans Westufer über. Der Krieg hatte ihnen die Heimat genommen. Nun ging es ums nackte Überleben. Die Flüchtlinge sammelten sich in dem direkt hinter dem Hafen liegenden Kurpark. Von hier aus sollte die Flucht weiter gen Westen gehen. Am 12. März 1945 gegen 11 Uhr mittags heulen die Sirenen. Luftalarm. Eine halbe Stunde später werfen 671 amerikanische Bomber ihre todbringende Fracht über der Stadt ab. Insgesamt 1600 Tonnen Bomben. Das eigentliche Ziel, der Militärhafen, wird bei dem einstündigen Angriff kaum getroffen. Die Bomben zerstören zivile Einrichtungen und treffen den Kurpark. An diesem Tag sterben nach Schätzungen bis zu 20.000 Menschen. Die meisten sind Flüchtlinge. Mit Pferdewagen wurden die Opfer zu einem 5 Kilometer entfernten Berg, dem Golm, gebracht. Seit 1944 wurden an diesem Ort gefallene Soldaten beigesetzt. In diesen Tagen wurde er auch die letzte Ruhestätte für die Menschen, die bei dem Bombenangriff ums Leben kamen. Lediglich von 1200 zivilen Opfern sind die Namen heute bekannt. Sie sind auf Gedenktafeln festgehalten. Alle anderen Toten wurden anonym beigesetzt. Für deren Familien und Nachfahren ist ihr Schicksal bis heute unbekannt. Der Golm wurde zu einer Stätte der Mahnung, des Gedenkens und der Begegnung. 30.000 bis 40.000 Menschen besuchen diesen Ort jährlich, Zeitzeugen und Menschen jeder Altersgruppe. Im Jahr 2000 hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. die Trägerschaft über diese Kriegsgräberstätte übernommen. In unmittelbarer Nähe betreibt der Verein die internationale Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm. Der Volksbund engagiert sich damit aktiv gegen das Vergessen und für eine europäische Gedenkkultur. Das ganze Jahr über erleben Jugendliche diverser Nationalitäten hier Geschichte und lernen aus der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft. Im Rahmen eines Pilotprojektes der Deutschen Gesellschaft e.V. und des Volksbundes sollen Arbeitsmaterialien für eine Wanderausstellung an deutschen Schulen entstehen. Den Blick gegen das Vergessen gerichtet. Unter diesem Motto werden Jugendliche aus Frankreich, Polen und Deutschland zusammenarbeiten. Mit Fotos, Erlebnisberichten und Gedichten wollen sie ihre Empfindungen bei der Auseinandersetzung mit Kriegsgräbern beschreiben. Kriegsgräberstätten erklären sich nicht mehr aus sich selbst heraus. Das ist für die Erlebnisgeneration der Fall, aber für junge Menschen sind sie selbst Orte, die vermittelt werden müssen. Gleichzeitig, so sehen wir hier die große Chance, dass es multifunktionale Lernorte sind. Man kann also eine ganze Menge über Geschichte erfahren. Für das einwöchige Projekt auf der Insel Usedom hatten die Teilnehmer aus Ostpolen den weitesten Anreiseweg. Die französischen Jugendlichen kommen aus der Champagne, aus dem Norden ihres Heimatlandes. Für die deutschen Teilnehmer war der Weg kurz. Sie stammen aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie alle wachsen in einem friedlichen Europa auf. Das Bewusstsein, dass dies nicht immer so war, ist bei den heutigen Jugendlichen nicht immer vorhanden. Sie haben keinen persönlichen Anknüpfungspunkt mehr an die Zeit, für die diese Kriegsgräberstätten stehen. Und
Ich glaube, umso wichtiger ist es, Ihnen nahezubringen, dass diese Normalität, die Sie heute in Europa erleben, nicht immer so war, sondern dass die früheren Generationen, die in Europa gelebt haben, ein viel leidvolleres und von viel stärkeren Konflikten geprägtes Europa gesehen haben. Und wir wollen Ihnen eigentlich mit dieser Woche auch deutlich machen, welche Chance und welches Glück Sie haben, in so einem friedfertigen Europa aufzuwachsen. Für die meisten Teilnehmer ist es der erste direkte Kontakt mit Kriegsgräbern. Im Alltag ist Geschichte oft weit entfernt, nicht fassbar. Hier tritt sie ins Bewusstsein. Fotos können erzählen, ohne ein Wort zu sagen. Sie halten Momente für die Ewigkeit fest und werden zu Zeitzeugen. Aber wann ist ein Foto mehr als das reine Abbild eines Objektes? Wann sprechen Bilder? Martin Brockhoff ist professioneller Fotograf. Er unterstützt die Teilnehmer bei ihrer Arbeit. Ein geeignetes Motiv zu finden, setzt eine ganz persönliche Spurensuche voraus. Es geht eigentlich darum, zu begreifen, wie Fotografie funktioniert, wie man Fotografie einsetzen kann, um sich auszudrücken, um vielleicht irgendwie die Wahrnehmung zu schulen. Fotografie ist nur ein Vehikel. Es geht hier eigentlich um eine inhaltliche Auseinandersetzung. Mein Bereich ist ein Spielbereich, um zu gucken, wie setze ich so ein Medium ein, um irgendeine Empfindung, irgendein Ding zu transportieren. Auch das Schreiben ist eine sehr intensive und persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Zunächst werden Informationen gesammelt, aus denen dann Berichte und Gedichte entstehen sollen. Wir sollen jetzt die Fragen beantworten, die wir gekriegt haben. Also, wie wir das filmen, was wir sehen, was wir hören, wonach es riecht. Ja, wie unsere Gefühle sind, Eindrücke mit den Erwartungen vergleichen und die Gestaltung der Orte schildern. Ich fühle mich schlecht, traurig und müde. Ich kann nicht verstehen, warum so viele unschuldige Menschen ums Leben gekommen sind. Ich fühle Mitleid für Angehörige und Verwandte. Verstehen kann ich wohl nie, warum Menschen so grausam sein können. Die Stimmung war grauer, öde. Die drei Kreuze stellen sich für mich eine kleine Familie dar. Eltern und zwei Kinder. Ein bisschen deprimierend. Das Projekt verlangt viel. Deutsche Texte zu verfassen, ist für die französischen und polnischen Jugendlichen nicht einfach. Ihre Deutschkenntnisse aus der Schule treffen hier auf die Praxis. Teilweise ist es doch noch ein bisschen schwierig, sich zu verständigen, gerade weil das ja jetzt auch Fachbegriffe teilweise sind. Aber die schlagen sich ganz wacker und ich bin da zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Voneinander lernen und Vorurteile abbauen. Das sind die grundlegenden Aufgaben aller Generationen für ein friedliches Europa der Zukunft. In wenigen Jahren sind es auch die Jugendlichen von heute, welche die Verantwortung dafür übernehmen werden. Könnten sie sich dieser Verantwortung stellen, wenn Tragödien wie die von Swinemünde in Vergessenheit geraten? In der Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte werden die ersten Arbeiten ausgewertet. Es sind Bilder, die den Blick hinter das Offensichtliche werfen. Mir ist gestern schon aufgefallen, dass du ganz tolle Bilder gemacht hast. Wir wissen ja alle, wie ein Kreuz aussieht. Ja? Ein Kreuz ist ein Kreuz ist ein Kreuz. Ja. Deswegen ist das interessant, andere Perspektiven zu finden. Und ich finde das sehr schön, wenn du Bilder machst, wie hier, das ist ganz stark, die ein neues Rätsel, eine neue Sicht zeigen. Jeder steht immer gerade vor dem Kreuz und sieht dann das, aber dass wir hier von der Seite nur einen Strich sehen, finde ich zauberhaft. Neue Perspektiven finden und Fremdes verstehen. Ist dies ohne Auseinandersetzung mit Geschichte nachhaltig möglich? Im polnischen Starzanowo in der Nähe von Stettin liegen rund 12.000 deutsche Soldaten begraben, gestorben auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges, der insgesamt 50 Millionen Menschen das Leben kostete. Die Toten auf dieser Kriegsgräberstätte sind im heutigen Nordwestpolen gefallen und wurden hier zur letzten Ruhe gebettet.
Ich fand 57 Namen, die identisch mit meinem Nachnamen waren. Ich las das Geburtsdatum 22.10. Das gleiche Datum wie heute. Ich blieb wie angewurzelt vor der Tafel stehen. Dieses Datum hat mir einen gewissen Schock versetzt. Auf einem der größten Friedhöfe Europas, in Stettin, steht das monumentale Waffenbrüderschaftsdenkmal. Es erinnert an die polnischen und russischen Soldaten, die gemeinsam gegen die deutsche Wehrmacht gekämpft haben. Auf der Kriegsgräberstätte zu dessen Füßen liegen gefallene Soldaten beider Länder begraben. Diese Reise nach Polen öffnet den Teilnehmern eine weitere Tür des Verständnisses, was Krieg wirklich bedeutet. Das Ergebnis, das Resultat von kriegerischen Auseinandersetzungen ist nationunabhängig. Das stellen Sie einfach fest. Es sind Tote verschiedenster Nationen, aber das Resultat ist am Ende dasselbe. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass natürlich auch ein Blick geworfen werden kann darauf, wie geht man mit den Toten um, mit den Kriegstoten. Das kann man an der Gestaltung von Anlagen erkennen. Also es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt Unterschiede, es gibt Inhalte, über die man sich auseinandersetzen kann. Und sie sollen eben den Blick dafür geschärft bekommen, dass es nie nur eine Sicht der Dinge gibt. Bei dieser Menge von Eindrücken vergehen die Tage schnell. In der Begegnungsstätte müssen die Erfahrungen und Informationen nun gebündelt und in Form gebracht werden. Die Materialien für die Ausstellung entstehen. Und dann wird diskutiert und ausgewählt. Was kommt hinein und was nicht? Geschichte ist plötzlich greifbar geworden. Die Schicksale anderer Menschen berühren und stellen das eigene Leben in einem anderen Licht dar. Wie verarbeiten die Jugendlichen diese Erfahrungen? Was haben sie empfunden? Welche Gedanken haben sie? Die Ausstellungsmaterialien als Resultat der gemeinsamen Arbeit sind ein Ergebnis. Dieses Pilotprojekt geht darüber hinaus. Jeder nimmt seine ganz persönlichen Eindrücke dieser Woche mit nach Hause. Mit jedem dieser Teilnehmer reisen auch die Geschichten, wie jene über die Ereignisse in Swinemünde im März 1945 durch Europa. Den Blick gegen das Vergessen gerichtet. Sie haben unheimlich viel gelernt. Ich glaube, Sie haben auch mitbekommen, dass Geschichte kein leeres Wort ist und dass ohne Geschichte man überhaupt nichts aufbauen kann. Also ich glaube, das haben Sie ganz gut kapiert. Und ich hoffe, dass die jungen Leute das mit ihren Worten, das den anderen weitersagen und dass sie also diese Freundschaft zwischen den Völkern dann so richtig pflegen. Die entstandenen Fotos und Texte vermitteln einen Eindruck davon, wie die Auseinandersetzung mit Geschichte diese Jugendlichen bewegt hat. Hoffnung, zurückgebliebene Personen, auf Friedhöfen, Kriegsgräberstätten, weil Opfer nicht gefunden, Trauer. Unsere beiden Leben sah ich schon gebunden, voller Glück und Zärtlichkeit, Liebkosung und Ehrlichkeit. Doch kam dieser Krieg mit seinen Untaten. Ich sehnte mich so sehr nach meinen Soldaten. Gestern noch Hoffnung, heute der Schmerz. Es zerreißt mir das Herz. Krieg ist sinnlos, bringt nichts Gutes. Warum kämpft man gegeneinander? Für mich ist es unverständlich. Ich bin mir bewusst, dass es wirklich passiert ist. Ich alles Größte gesehen habe. Besonders beeindruckt hat mich, dass die Friedhöfe wirklich groß sind und es gibt viele Blumen und sie sind sehr grün. Herbsttag, graues Friedhofswetter, eine nachdenkliche Stimmung. Eine Frau steht abseits, bei näherer Betrachtung Frau tot.
Zukunft. Glück, Ehrlichkeit. Was soll's sein? Eine Welt mit Frieden. Vergangenheit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hat der Film bei Ihnen noch Fragen aufgeworfen? Dann könnten wir die gerne jetzt noch diskutieren. Haben Sie noch eine Frage zum Projekt, bevor wir uns jetzt die Ausstellung gleich gemeinsam, natürlich mit Abstand, selbstverständlich, anschauen können? Gibt es vielleicht eine Frage zum Projekt? Bitte, Frau Wolfram. Haben Sie die Idee, das nochmal zu wiederholen? Also vielleicht dann zum 20-jährigen Jubiläum nochmal Klassen aus den drei Nationen zusammenkommen zu lassen? Eine sehr gute Frage. Es ist so, dass wir in der Tat planen, ein neues Projekt aufzulegen, denn die Ausstellung, so wie sie jetzt sich hier darstellt, ist natürlich ein tolles Projekt. Das ist sie aber vor allen Dingen deshalb, Gesundheit, weil sie eben die Beschäftigung mit dem Thema anstößt. Das heißt, für uns ist die Ausstellung eher ein Impulsgeber. Also wir sehen jetzt das Tolle an der Ausstellung nicht in diesen 15 Tafeln, die hier stehen, die sind natürlich toll, aber das Tolle ist, dass sie sich damit beschäftigen und dass sie es vielleicht wegen der Ausstellung noch mehr machen, als sie es ohnehin schon machen würden. Auch andere Schulen, wo es eben keine IG Friedenstaube gibt. Das heißt, für uns ist das Ganze ein Impulsgeber. Was wir jetzt vorhaben aktuell, ist ein Anschlussprojekt auf den Weg zu bringen, wo wir eine neue Ausstellung erarbeiten, wiederum mit Schülerinnen und Schülern aus, in dem Fall ist aktuell geplant, Frankreich und Deutschland. Und die Idee dahinter ist, dass mit dieser neuen Ausstellung das Thema der veränderten Form des Krieges thematisiert werden soll. Sie alle wissen ja, ich meine, wir sprechen über den Zweiten Weltkrieg, das war sozusagen die Hochform des industrialisierten Massenkrieges der Neuzeit, aber der Krieg hat sich natürlich auch gewandelt. Wir sprechen natürlich auch über eine Reihe von, in Anführungszeichen, neuen Kriegen. Herfried Münkler hat das in seinem Buch ganz gut bezeichnet. Seit 1945 gibt es weltweit eine Vielzahl von Kriegen, die stattfinden, speziell im globalen Süden, mit sehr vielen Todesopfern, sehr vielen Zivilistinnen und Zivilisten, die dort sterben. Das heißt, dieses neue Projekt soll die veränderten Formen des Krieges thematisieren und speziell den Fokus legen auf der Frage von Flucht als Kriegsfolge. Ja, also eben das Thema Flucht auch speziell thematisieren und in den Kontext zum Thema Krieg setzen. Ist gerade in Entwicklung, diese Idee. Und wir hoffen, entsprechend auch einen Partner zu finden, der das Ganze dann unterstützt. Denn Sie können sich vorstellen, das ist natürlich auch alles für einen gemeinnützigen Verein wie wir. Ich habe noch gar nichts gesagt zur Deutschen Gesellschaft. Kann ich vielleicht jetzt noch kurz nachholen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Uns gibt es seit 1990. Wir haben also jetzt gerade dieses Jahr im Januar noch im Beisein des Bundespräsidenten unser Jubiläum feiern dürfen. Zum Glück war das Jubiläum im Januar, nicht im März. Sonst hätten wir das canceln müssen. Also es ging gerade noch. Und wir kümmern uns um eine Reihe von Projekten. Und wir wollen gerade jungen Menschen zeigen, weshalb es wichtig ist, sie für Demokratie einzusetzen. Und das heißt, wir brauchen neben unserem Einsatz aber auch eine Reihe von Partnern, die uns unterstützen. Und wir bringen das auf den Weg. Und wenn wir dann soweit sind, dass wir
das Projekt haben, dann suchen wir natürlich auch Schulen, die bereit sind mitzutun. Und dann gehören sie zu den ersten, die wir anrufen würden. Also das kann ich jetzt schon garantieren, definitiv. Und das, ich kann aber jetzt nichts versprechen, denn alles das, was wir machen, benötigt eben neben den engagierten Schulen, die das Ganze mit vorantreiben, eben auch die Förderung. Und insofern, wir brauchen beides. Wir würden gerne noch viel mehr machen, aber so ganz ohne das Geld geht es nicht. Wir hoffen, dass auch nach Corona noch genug Geld da ist, um weiter eine Reihe von tollen Projekten auf den Weg zu bringen. Und aktuell sind wir da ganz optimistisch, ja, weil wir sehen eben auch eine völlig neue Flexibilität von ehemals eher nicht so flexiblen Partnern auf Regierungsseite. Das stimmt uns optimistisch und zeigt eben auch, dass man den Ernst der Lage erkannt hat. Wir hoffen auch, dass das auch im nächsten Jahr so ist, wenn dann irgendwann die Lage mal vorbei ist, dass auch dann bei der Bildung nicht gekürzt wird, dass auch dann Projekte weiter auf den Weg gebracht werden können. Denn, ich habe es eingangs schon gesagt, ich wiederhole das nochmal, es gibt eine Reihe weiterer wichtiger Themen, die dürfen nicht darunter leiden, dass wir uns zu Recht natürlich damit beschäftigen, was wir jetzt aktuell eben aus gesundheitlichen Gründen machen müssen. Trotzdem müssen weitere Projekte auf den Weg gebracht werden. Wir sind daran. Und insofern danke für die Frage. Ja, ist gerade in Arbeit. Und ja, auch wenn es denn kommt, können Sie sehr gern dabei sein. Vielen Dank. Ja, danke für Sie, danke an Sie. Ja, gibt es weitere Fragen zum Projekt, vielleicht auch zum Film? Oder ich denke aber, dass die Fragen kommen, wenn wir die auch schon angeschaut haben. Würde deshalb, oder... Vielleicht noch eine Frage. Gab es da langfristig dann noch Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern, die dann aus den drei Nationen zusammengearbeitet haben? Gab es da noch mal einen Rückblick, als dann man wieder zu Hause war und dann vielleicht auch noch ein bisschen Zeit vergangen ist? Auch die Frage ist sehr gut. Leider muss ich zurückgeben. Ich kann es leider nicht wirklich beantworten, denn es war vor meiner Zeit bei der Deutschen Gesellschaft. Ich bin schon ziemlich lange dabei. Aber ich habe das Projekt erst übernommen, als eben die Ausstellung schon auf Tour war. Habe also nicht die Entstehung selbst begleitet auf Usedom, sondern erst die Tour im dritten Jahr war das dann. Aber ich gehe davon aus, dass es das gab. Natürlich auch eine Evaluation findet bei uns immer statt. Das gehört zu unserem Kodex, sage ich jetzt mal, dass man natürlich nicht junge Menschen damit alleine lässt mit dem, was sie dann erarbeitet haben. Also ich gehe fest davon aus, aber kann aus eigener Erfahrung dazu jetzt in diesem einen Fall leider nicht so viel sagen, weil ich eben selbst noch leider nicht dabei war. Das denke ich auch und dazu möchte ich Sie jetzt auch einladen, dass wir uns ja auch schon anschauen, natürlich mit allen Abständen, wie Sie das hier an der Schule ja auch so gut machen. Und genau, würde dann jetzt die Ausstellung hiermit für eröffnet erklären und nochmal mich herzlich bedanken dafür, dass ich heute hier sein durfte, dafür, dass Sie das alles machen. Und dass ihr das macht. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Ausstellung einfach an. Dankeschön. Vielen Dank.